ich glaube, man muss ein klein bisschen aus dem Kalten Krieg lernen, nämlich, dass man auch die Interessen, die Ängste, die Besorgnisse, auch wenn man sie für völlig absurd hält, der anderen auf irgendeine Weise akzeptieren und dass man sich versucht, auf diese Weise zu einigen. Und das geht auch nicht auf der großen Bühne. Ich glaube, da sind ein paar Gespräche unter 4 oder 6 oder 8 Augen wirklich notwendig. Vielleicht kann man auch die Ukraine dazu bewegen, zu sagen, wir bleiben lieber neutral. Ich meine, die Neutralität hat auch den Finnen während des Kalten Krieges nicht geschadet. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, diesen Konflikt zu reduzieren. Sonst geraten wir möglicherweise in eine wirklich richtig große, richtig sehr, sehr schwierige Lage. Und man darf nicht vergessen, das wirkliche Problem, was wir im Augenblick haben, ist natürlich, dass China dabei ist, zur Weltmacht Nummer 1 zu werden. Da sollten wir uns hüten, die Russen jetzt auch noch in die Hände der Chinesen zu treiben.